Ich zeige euch jetzt, was ich kann vom Boxen, vom Boxniveau mittlerweile. Und ihr sagt, ob ich theoretisch bereit wäre für einen Kampf oder nicht. Okay? Weil ich denke, sind auch die ein oder anderen Amateur-Profi-Boxer im Chat. Das heißt, ihr könnt auch eine fundierte Meinung abgeben, ob meine Box-Skills ausreichen würden für einen Kampf oder nicht. Nee, bist du nicht? Ich habe noch nicht mal geboxt, Digga. Das macht gar keinen Sinn, wenn du es hier jetzt gerade reinschreibst. Du musst nichts zeigen oder erzählen. Reicht nicht. Okay, anders, Chat. Okay, anders. Also ich bin jetzt bestimmt noch nicht bereit für einen Amateurkampf. Aber ihr sagt mir, ob ich bereit wäre für so YouTuber-Zirkusboxen. Nennt mir einen YouTuber, der geboxt hat, Chat. Wer hat geboxt? Trimax. Trimax hat geboxt. Okay, ihr sagt mir gleich, ob es gegen Trimax reicht, ja? Lass mich doch kurz rauchen, Chat. Ich muss mich kurz erholen, ein bisschen runterkommen. Wir starten den Stream heute gemütlich, okay? Entspannt euch ein bisschen. Ihr braucht jetzt auch nicht so viel zu schreiben und so. Kann ich jetzt einmal ganz kurz zeigen, was ich beim Boxen kann, Chat? Und ihr sagt mir, ob es für Trimax reichen würde oder nicht? Könnt ihr das einmal ganz kurz einschätzen? Also auch wenn ihr sagt, nee, ihr könnt es nicht einkategorisieren, ist mir egal. Ich zeig's euch jetzt trotzdem, okay? So when I'm gonna start the bomb trick, you better flee, cause I get sick. It's a rap, I'm back to punch it to the ground. Your trick, it's a trap. Fucking wall with 3,000 volts. You don't have a voice in your past, but then I think you're gonna be. I'm more scared than your cousins. I'm your time, it's almost up to the see the finish line. With each line that I finish, I'm so close to my goals, I can no more. Reicht's für Trimax, ja oder nein?